Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Volksbank Gütersloh. Hallo und herzlich willkommen auf Gütersloh TV. Ich befinde mich heute beim Evangelisch-Stiftischen Gymnasium in Gütersloh und habe erfahren, dass in diesen Tagen eine Gruppe von Künstlern zusammenkommt, um künstlerisch tätig zu sein. Ich weiß selbst nicht genau, was hier heute stattfindet und was mich erwartet, aber ich würde sagen, ich gehe für Sie einfach mal los und finde das raus. Fünf junge Künstler aus vier Ländern, die für eine Woche nach Gütersloh gekommen sind, um hier gemeinsam zu arbeiten, in diesem Räumen, dem Zeichensaal, und um anschließend auch, nachdem sie ihre Erfahrungen ausgetauscht haben, eine größere gemeinsame Ausstellung zu machen in zwei Gütersloher Galerieräumen. Läuft das unter einem bestimmten Projektnamen? Das ist das Symposium Junge Kunst, also dieses Arbeitstreffen junger Künstler, das es seit 1988 gibt und in diesem Jahr zum 12. Male durchgeführt wird. Warum haben Sie das ins Leben gerufen oder beziehungsweise haben Sie das überhaupt ins Leben gerufen und wenn ja, zu welchem Zweck? Was möchten Sie erreichen? Ich habe das ins Leben gerufen damals, 1988, um jungen Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen auszutauschen, gemeinsam zu arbeiten und dabei vor allen Dingen auch Kontakte untereinander auch in andere Länder zu kriegen. Da sitzt Alejandro Sanchez Núñez, der direkt aus Madrid zu uns gekommen ist, und er zeichnet. Er zeichnet mit Stiften, aber auch mit Wasser, in dem Sinne, dass er die Farben verlaufen lässt. Und er beschäftigt sich mit dem Menschen, der menschlichen Figur, und stellt sich Fragen etwa, welche Energie vom Menschen ausgestrahlt wird. Manches sieht ein bisschen skeletthaft aus. Er seziert an der Stelle, um Energiefelder des Menschen sichtbar zu machen. Und gesehen habe ich ihn, als er für einige Zeit ein Gastsemester in Münster absolviert hat, auf einer Ausstellung, und fand das ausgesprochen spannend, was er macht, und habe ihn daher dann eingeladen, hier diese Woche mit uns gemeinsam zu verbringen. An diesem Tisch arbeitet Wojciech Tibor Kubrakiewicz. Er kommt von der Akademie der Schönen Künste in Warschau und ist von Haus aus Grafiker, Druckgrafiker. Und die Grundlage seiner Arbeit sind Linolschnitte, die er schon fertig mitgebracht hat, um, und das finde ich jetzt ein besonders spannendes Moment, hier tatsächlich Elemente aus dem Gütersloher Umfeld zu integrieren. Wojciech war in den letzten Tagen hier in Gütersloh unterwegs und hat Spuren gesichert und gesucht. Er hat also zum Beispiel auf Friedhöfen, sowohl der Pankratiuskirche als auch auf dem jüdischen Friedhof, Frottagen, Abreibungen von Grabsteinen gemacht, aber auch von Gullideckeln, von Briefkästen und Ähnlichem. Und diese Dinge montiert, klebt, setzt er jetzt in seine Bilder. Das muss man sich vorstellen wie eine Art von Tagebuch, das dabei entsteht. Ein Tagebuch seines Aufenthalts hier in Gütersloh. Und eine Referenz natürlich an diese Stadt. Johanna Silbermann kommt aus Berlin. Sie ist Malerin
Und sie malt im Augenblick an einer Serie von Tierparkbildern. Eigentlich von der Architektur her kommt, sind die Bilder eher menschenleer. Da, wo Menschen zu sehen sind, haben sie nicht selten keine Gesichter. Und sie versucht jetzt gerade in dieser Serie die Geometrie der Architektur in Verbindung zu bringen mit den in einem Tierpark, auch in einem Tropenhaus typischen organischen Formen von Pflanzen. Tiere werden wir weniger sehen, aber dafür umso mehr Pflanzen und das Ganze Ton in Ton in einer Art, die tatsächlich sehr viel Tiefe in das Bild hineinbringt. Arbeitet Sampa Törmälehto. Sampa kommt aus Finnland, aus Helsinki. Und er ist in dieser Gruppe eigentlich der Fabulierer, der Geschichtenerzähler, der mit ganz unterschiedlichen Materialien, von Stiften bis zu Klebstoff, mit dem er auch zeichnet, irgendwelche Fabelwesen erschafft, die dann ihre ganz eigene Geschichte erzählen. Das hat ein bisschen fast mit nordischer Sagenwelt zu tun, was wir hier so sehen. Und das Endresultat ist eigentlich nie ganz absehbar und lässt es für den Betrachter auch offen, was er denn darin zu sehen mag oder nicht. Also hier hinter mir Stefan Seitz, Bildhauer aus Berlin, mit einer Holzskulptur, an der er jetzt erst seit 3-4 Tagen gearbeitet hat. Noch nicht ganz fertig, aber die grobe Form scheint zu stehen. Er prüft das jetzt noch ein bisschen, dann kommt noch etwas Feinarbeit und schließlich eine farbige Fassung. Das Besondere an seinem Werk, den ich zufälligerweise mal in einer Ausstellung in Ulm gesehen habe, als er noch Meisterschüler der Akademie in Karlsruhe war, ist, dass er Tierformen, Tierfiguren nimmt, denen er aber menschliche Attribute zuordnet und die damit ein bisschen vermenschlicht. Das ist auf sehr humorvolle Weise, führt das zu Mischwesen zwischen Mensch und Tier. Was ich hier heute erleben durfte, das ist schon sehr beeindruckend, was diese junge Kunst in Gütersloh alles bewirken kann. Im Grunde kommen hier Menschen aus allen Teilen Europas in diesem Jahr zusammen. Alle machen Kunst für sich selbst, aber dann doch wieder gemeinsam. Das Tolle daran ist, dass die Menschen nicht nur hier Kunst schaffen, sondern auch in Gütersloh für die Menschen in Gütersloh und bei ihnen auch leben und in ihre Kunst mit einfließen lassen. Die Ausstellung können Sie besuchen in der Volksbank Gütersloh und der Siedenhans und Simon Galerie vom 23. September bis zum 14. Oktober. Und ich finde, das sollte auf jeden Fall ein Besuch wert sein. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Volksbank Gütersloh.